Carsten Hilse, auch aus Sachsen. Friedenspolitiker durch und durch, sag ich mal. Ja. Hi Carsten, was machst du hier? Ja, ich bin dem Aufruf gefolgt, Aufstand für den Frieden. Und es ist mir ziemlich egal, von wem dieser Aufruf kommt. Und ich sag's immer wieder mal ausnahmsweise mit Oskar Lafontaine, wer ehrlichen Herzens für den Frieden ist, und Sarah Wagenknecht hat es ja nochmal wiederholt, der ist hier natürlich an der richtigen Stelle. Und deswegen bin ich auch hier. Ja, super. Was sagst du zur Mobilisierung und so? Ja, super. Ich hatte befürchtet, dass es bloß ein paar Tausend wären, aber das ist ja dann doch ein paar mehr. Aber ich habe keine Zahlen. Ich glaube, vorhin habe ich einmal gehört 50.000, da waren aber noch viele unterwegs. Ja, ja. Also viel mehr als gestern. Ja, auf jeden Fall. Ja? Meinst du, hier kann was daraus entstehen? Ja, ich hoffe doch. Also ich hoffe auch, dass diese Distanzeritis, mit der Partei rede ich nicht oder mit der Partei rede ich nicht, dass das aufhört. Weil letztendlich, wenn du dann unter irgendwelchen Häusertrümmern liegst, weil eine Bombe raufgefallen ist, dann spielt es überhaupt keine Rolle, in welcher Partei du vorher gewesen bist. Und man kann sich danach wieder über politische Inhalte unterhalten. Aber erstmal müssen wir den Frieden sichern. ...aller Deutschen gegen weitere Waffenlieferungen. Viel Erfolg euch! Jörg Urban aus Sachsen, da. Hallo Herr Urban, was treibt Sie hierher? Das, was alle hertreibt, dass sie möchten, dass der Krieg aufhört, dass das Morden aufhört und dass unsere deutsche Politik endlich sich für Diplomatie einsetzt. Was sagen Sie zur Mobilisierung hier? Wunderbar, also es freut mich. Also es freut mich, dass gerade bei dem schlechten Wetter so viele Leute trotzdem gekommen sind. Das zeigt auch, wie wichtig es den Menschen ist. Ja, vielen Dank. Gerne. Einmal zur Seite gehen. Okay, okay. Das Fahrzeug hier. Ja, genau. Kurz ein bisschen Platz machen. Weiß einer, wo das Auto ist? Ja, gerade zu. Alles Gute, Frau Wagenknecht. Danke. Du bist die beste Sarah. Viel Erfolg. Danke sehr. It's only sky.